Hallöchen und willkommen zurück zur Todestür. Bekanntlich auch Death Door genannt. Ich weiß nicht, warum momentan habe ich Probleme mit dem TH. Vielleicht quatsche ich momentan ein bisschen zu wenig Englisch. Vielleicht, eventuell. So, was passiert hier? Ach so, man muss sich einfach nur von einem zu... Okay, ja gut. Was? Oh. Ja gut. Das ist ja noch einfacher als gedacht. Jeez. Was ist da los? Kommt jetzt ein heftiger Monster-Bosskampf danach, oder? Jetzt wollte ich die Plakette lesen, statt da durchzulatschen. What the frick? Okay, da ist die letzte. Hier liegt Lord Offentor, der dritte im Geschlecht der Lords. Seine Herrschaft war beständig und ohne größere Vorfälle. Er verstand es zu delegieren und verbrachte viele Jahre damit, sein Wissen zu erweitern, während er durch die Tiefen des Weltalls reiste. Okay. Dann erzähl uns mal was, Junge. Oh, ihre Blätter sind schon weg. Und der Aufzug kommt. Ist so geil, dass der Aufzug wie ein Vogelkäfig aussieht. Gefällt mir immer noch. Moino! Na du? Sei gegrüßt, junger Schnitter. Deine Anwesenheit hier stellt alles in Frage. Sie deutet darauf hin, dass die Kette der Ereignisse, die mit der Erschaffung der Tür des Todes ihren Anfang nahm, das Universum an den Rand einer großen Katastrophe geführt hat. Andererseits... Sie ist auch ein Zeichen dafür, dass diese Aktionen sich nun selbst korrigieren. Leben ist nur die Selbsterhaltung oder Selbsterfahrung des Universums. Und, da das Universum in allen Dingen das Gleichgewicht anstrebt, handeln wir, die wir dazugehören, alle so, dass dieses Gleichgewicht erhalten bleibt. Schöner verschachtelter Satz, haben sie gut übersetzt. Bleib deinem Weg treu, junger Schnitter. Ich spüre einen Sieg in deiner Zukunft. Nur einen? Oh oh. Miau! Nur ein Sieg ist ein bisschen wenig. Falsche Richtung. Mal wieder! So wie immer. Also mit falschen Richtungen kenne ich mich aus. Babsi, hey, was sagst du dazu? Hey, du hast den alten Aufzug wieder zum Laufen gekriegt. Perfektes Timing, ich habe gerade die nächste Strophe meiner Ballade fertig. Du brennst doch sicher darauf, sie zu hören. Oh. Jetzt schon? Aber du bist doch noch nicht ganz fertig. Sehr schön, dann wollen wir mal. Mimimimi. Man kennt diese Handlung aus alten Geschichten. Aus Fabeln, Legenden, Balladen, Gedichten. Das unterm Berg will die Jungfrau vernichten. Ihr Liebster muss tränenreich auf sie verzichten. Doch jetzt kommt der Held und er wird es schon richten. Danke, Babsi. Das ist sehr, sehr schön, ja. Hoho, was sagst du nun? Ja, was? Da hat's dir die Sprache verschlagen. Genau das hatte ich erwartet. Na prima, wir treffen uns dann weiter oben am Berg. Mach bloß keinen Blödsinn unterwegs. Jedenfalls nicht ohne mich. Babsi, Babsi, Babsi. Deine Gesangskünste sind phänomenal. Schlecht. Nice, da will ich mir gleich die LP kaufen. Oh! Wie gemein versteckt war das denn? Hätte ich nicht eine Magie weniger gehabt, hätte ich da nicht draufgehauen. Okay, Heilungsmöglichkeit. Oh, da geht's lang. Dann gehen wir hier links rum. Na, hier gibt's niente, nada. Oh, da geht's auch nicht weiter. Na super. Gibt's hier irgendwas? Nope, aber da oben gibt's was. Alright.
Ah, da geht's nur in den Tod. Ich habe mir überlegt, ob ich da runterspringen soll. Ist alles mit dir okay? Ich dachte, er spricht irgendwie. Naja. Naja! Wieder unnötig einen auf die Mütze bekommen. Na, hier geht's nicht rüber. Schade. Gibt's da einen Durchgang nach unten? Nein. Oh. Musik ist aber auch cool. Die kommt da sowieso nicht mehr ganz zum Anfang. Ich heile mich jetzt mal. Ich find's auch krass, dass es in dem Spiel Runs gibt. Ohne Gegenschaden und so. Ohne Gegentreffer. Das ist der absolute Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Du Krattler. Und du Krattler. Sollen wir das hier anzünden? Nee? Ich dachte, das wäre so eine Feuerstelle. Oh. Nee, ist auch nichts zum Einpflanzen, was seltsam ist. Okay. Dann geht's hier weiter. Außer sie haben hier vielleicht noch was drin versteckert. Nee. Wäre auch zu viel gewesen. Haben wir ja gerade schon was gefunden. Kann man? Nope. Das sieht auch sehr unstabil aus. Oder instabil. Einfach nur so Planken an die Seite von dem Dings rangeklatscht. Ohne Sicherung nach oben. Müsste sich eigentlich ordentlich durchdehnen. Schnaps? Hallo? Nein? Kein Schnaps? Jii. Das sieht ja sehr gehirnig aus. Aber cool hier mit dem Schatten von der Krähe. Haha. Sehr nice. Das liegt einfach so rum, oder? Das sieht aber auch gefährlich aus, was da oben ist. Was ist das? Bienenstöcke, oder? Oh, keine Ahnung. Kein blassen Schimmer. Oh, halt, das ist nicht der Enterhaken. Moment, können wir uns das nicht rüberziehen? Können wir nicht. Hier können wir wieder speichern, danke. Jetzt weiß ich das, dass das so funktioniert. Das war ich gerade ein bisschen verwirrt. Hey, was machst du denn hier? Willkommen im Lager der freien Krähen, alter Freund. Hey, hallo. Wir wussten, dass du irgendwann hier eintreffen würdest. Selbst wenn man dich ab und zu in die richtige Richtung schubsen musste. Wir sind eine Gruppe von Freidenkern, welche die Konzepte des Lords der Türen ablehnen. Wir wollen keine unnatürliche Unsterblichkeit, wenn wir dafür mit unserem Leben bezahlen müssen. Wozu ewig leben, wenn man die ganze Zeit nur ein Sklave ist? Nicht mit uns, da wollen wir lieber frei leben und frei sterben. Also mach dich auf, klettere noch höher, besiege das Untier auf dem Gipfel des Berges und hol dir seine Seele. Ach ja, bevor du aufbrichst, solltest du aber gut vorbereitet sein. Denk dran, bei uns bist du jederzeit willkommen. Nice, danke, cool. Rebellenfraktion. Korax, auch ein cooler Krähenname. Sei willkommen, verheißene Krähe. Wir führen hier ein einfaches Leben. Wir suchen nach Essbarem und das Land ernährt uns. Wir stopfen sogar die Haare, die das Untier oben auf dem Berg verliert, in unsere Matratzen. Ja, cool. Hoffentlich stinkt's nicht. Die verheißene Krähe. Es ist eine Ehre, deine Bekanntschaft zu machen. Bist du auf deiner Reise auf unsere Schreine gestoßen? Sieht so aus, als müsstest du noch 7 Schreine finden. Sie helfen dir gewiss auf deiner Reise und im Kampf gegen das Untier oben auf dem Berg. Das sind ihre Schreine, okay. Den Schlüssel nehmen wir, danke. Wir alle haben unsere Aufträge zurückgelassen, deshalb sind unsere Tage jetzt gezählt. Trotzdem sind wir glücklicher auf diese Weise. So und nicht anders sollte es sein. Ohne den Tod kann kein neues Leben erwachsen. Bevor du aufbrichst, solltest du gut vorbereitet sein. Denk dran. Hier kannst du chillen.
Sei gegrüßt, verheißene Krähe. Corvus. Okay, das ist jetzt cool. Dies ist das Portal der Erkenntnis. Seine Augen sehen alles, sein Herz weiß alles und seine Seele existiert in allen Dingen. Es flüstert uns zu, wenn wir Rat brauchen. Es hat deine Ankunft vorher gesagt und nun deine Bestimmung. Corvus Corax, also hier, der heißt der Corvus und der da drüben heißt Corax. Oh, wie cool, da oben sind ja Krähen in den Dingern, die uns angucken. Ja, nice. Aber Corvus Corax ist eine Band. Okay. Willst du mir nicht auch irgendwas zuflüstern? Nein? Na gut. Geht's da noch weiter? Nee. Man kann ja nie wissen, wie verwinkelt das hier alles ist oder ob man noch irgendwo sonst was findet. Scheinbar nicht. Alright. Heißt auch, wir können die Tür jetzt aufschließen, da die uns netterweise den Schlüssel hinterlassen haben. Auch cool, dass sie uns sagen, wie viele Schreine noch fehlen. Das ist auch geil. Obacht. Ist Obacht in anderen Teilen Deutschlands auch in Benutzung? Ich kenn's halt nur hier in Bayern. Obacht geben. Also aufpassen, ne? Moment, wir konnten da nicht zurück, oder? Das ist auch ein bisschen unnötig. Schade. Schade. Gut, dann laufen wir halt nochmal in die falsche Richtung und dann nehmen wir die richtige Abzweigung. Okay. Wie viele Seelen haben wir? 810. Ah, lassen wir erstmal. Lassen wir erstmal. Was hätten wir denn hier oben noch Schönes? Ey, Babsi! Puh, das geht hier, boah, ganz schön steil bergauf. Mein Blasebalg ist tüchtig am Pfeifen. Aber du bist sicher voll begeistert, oder? Ich meine, ein Krähengeheimbund hier oben im Gebirge. Oh, wer ahnt denn sowas? Und sie kennen so viele ihre Geschichten über das Leben hier oben. Vor allem über das Zottelbiest da oben auf dem Berg. Dieses Abenteuer gibt mir so viel Inspiration. Mein nächstes Lied wird bestimmt das Tollste, das ich je verpasst habe. Und ich habe schon mindestens 5 geschrieben. Nicht schlecht, Babsi. Nicht schlecht. Oh, warte mal, hier geht es zum Unterschlupf des Untiers. Oh, und die Krähen haben diese ganzen Schilder aufgestellt für uns. Ah, das ist cool. Das ist cool, das gefällt mir. Aber wir gehen erstmal hier hin, wo es heißt Obacht. Muss man die Dinger... Man kann die Dinger nicht anzünden, oder? Nee. Wow! Deswegen Obacht. Okay. Okay. Das ist cool. Das ist cool. Okay. Nice. Okay, das geht auf Timing. Ich brauche erstmal hier noch ein paar... Ja, danke. Oh, jeez. Oh, nee, jetzt muss ich da wieder... Das ist behindert. Wieso wirft du mich denn da nach hinten zurück? Das ist unnötig. Was? Ich hab... Oh, okay. Warte. Das sind den vorderen. Fuck! Wir werden sterben! Nehmen wir mich selbst, die Rolle katapultiert uns richtig. Alright, dann machen wir das jetzt ein bisschen anders. Und jetzt sind wir zu hoch. Och, come on. Oh, come on.
Obacht Leidels. Nein! Fuck you! Nein, 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 nein! Leute! Und ich sag auch noch, das katapultiert uns genau in die Richtung, wo wir wollen, aber ich weiß nicht warum. Aber dieses Eis. Ich finde nicht, dass man da sich so richtig abstoßen können sollte. Ansonsten könntest du ja einfach so drauf rumlaufen, ohne zu schlittern. Ah! Okay, aber ich bin gespannt, was es da für eine Belohnung gibt. Ich denke mal noch einen Tempel. Nice! Okay, was macht der hier? Der senkt den ersten, okay. Na, das war nix. Oh, das habe ich jetzt... Oh. Soll man das einfach runter oder soll man erstmal den wegschießen? Okay, der ist unten. Das ist aber auch ein scary Skelett. Wow. Das ist... Oh, du hast so wenig Zeit. Lass mich mal kurz den Weg abchecken. Moment, du sollst... Moment, kann man hier abkürzen? Nee, kann man nicht. Okay. Jeez. Heißt auch, man sollte möglichst weit hier drin stehen, um den zu aktivieren. Jawohl! Oh, und es ist ein Live-Schrein. Geil! Nice! Ein extra Leben, danke, 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 das kann ich gut brauchen. Dann muss ich nicht mehr ganz so souverän spielen wie jetzt bisher. Aber das tut gut. Das ist genau richtig für das, was jetzt noch kommt. Wir checken das Biest aus. Hi, Babsi. Oh, stopp! Was gibt's denn da noch? Hä? Okay, dann machen wir das halt einfach so. Treffen wir uns halt selber. Ist das ein Fächer? Oh, nee. Du hast die letzte Gedenkmütze gefunden. Okay. Du bist ein richtiger Erfolgstyp. Ja, danke, danke. Diese Gedenkmünze gehört den Freien Krähen, einer Gruppe abtrünniger Schnitter, die sich entschieden haben, ihre Arbeit hinzuwerfen und ein natürliches Leben zu führen. Diese Krähen schmücken sich manchmal mit Münzen wie dieser, die den alten Gott zeigt, der ihrem Glauben zufolge den Untergang des Lords der Türen vorhergesagt hat. Okay. Haben sie gut versteckt. Wir gehen mit 2 Life weniger da hoch. Wird schon alles nicht so tragisch sein. Hoffentlich. Okay, die alten Wachtürme. Oh, Wachttürme, nicht Wachtürme. Okay, es bringt nichts, auch mehrfach da hinzuschießen. Hm.
obwohl die Flamme eigentlich windgeschützt ist. Sieht auch aus wie Holzkisten. The Frick? Was hat es mit der Flamme auf sich? Moment. Müssen wir da erstmal was wegsprengen? Können wir das da hinziehen? Oh, Glück gehabt. Zum Glück nicht. Ach, egal. Das wird schon nichts zu bedeuten haben, oder? Ne, der Rauch verzieht sich auch. Sag mir aber nicht, dass das ein Yeti ist. Das wäre ein bisschen lame. Aber wir haben ihn auch noch nicht gesehen. Noch kein Stück haben wir das Untier gesehen. Hallo da unten. Alter, ey. So billig. Auf billigste Art und Weise getroffen worden. Mann, 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 Mann. Wir hätten uns natürlich auch erst die neue Waffe holen können. Wir hätten die auch mit Fernkampf kalt machen können, sollen, dürfen. Ja. Fuck, ey. Zum Glück gibt's hier was zum Heilen. Ah, lass mich da vorbei, ey. Osch. Okay, da drüben ist eine Windmühle. Die ist nicht relevant, scheinbar. Oh, voll daneben! Alter, du hast in die andere Richtung geguckt, du Sack. Du Sausack. Arsch! Fuck. Ja, es wird nicht angenehmer. Was gibt's hier? Will ich da runter? Ach komm. Auch noch ein Laser? Echt jetzt? Das ist so billig, sich von denen treffen zu lassen. Das ist so billig, sich von denen töten zu lassen. Oh Mann, ey. Ich gehe da gleich wieder zurück. Ach Gottchen. Oh, guck mal, da blüht eins für dich. Diese Geschöpfe sind so farbenfroh. Oh, davon kriegt man ja Migräne. Und sie kommen durch die Türen, die du offen gelassen hast. Du machst aus meinem Büro einen Schweizer Käse der Dimension. Ja, schön, oder? Wieso ist die schwarz? Hast du die angepinselt? Meine kleine Freundin hier ist an meinen Tintenvorrat geraten, die Ärmste. Es scheint ihr aber nichts auszumachen. Vielleicht liebt sie den Geruch von Tinte ebenso wie ich. Mhm, alright. Willkommen bei der Seelenkammer. Ja, danke. Für 800 können wir hier noch ein bisschen was machen. Ja komm, wir machen den Schaden von den Zaubersprüchen und so. Warum hast du so freudige Bäckchen? Oh, hallo! Ja, komm her. Upsi! Hat keiner gesehen. Ah, ah.
Das war alles unbeabsichtigt. Der geht auch aus. Sehr kurios. Oh, das ist doch so lächerlich. Lächerlich. Extremst lächerlich. Oh, da kriege ich keine Energie mehr zurück. Oh, ich bin doch auch ein... Okay, mit dem brauchen sie 4 Schläge. Hm. Ja, mit dem Schwert ist man schon deutlich agiler. Oder sagen wir mal so, ein bisschen schneller zu Fuß. So, weg mit dir. Wieder nicht full life, okay. Noch ein Versuch. Okay, immerhin werden die auch von dem Laser getroffen. Leck mich. Okay, beide Leitern kommen. Nice. Oh, fuck you. Ach, da oben turnt auch noch einer rum. Viel Spaß. Ich weiß nicht, ob das der richtige oder falsche Weg ist. Oh. Ordentlich weggesprengt. Ich brauche Heilung. Dann gönnen wir uns auch Heilung. Ach halt, nee. Heilung nicht, aber immerhin hier irgendwas. Ach, sag mir nicht, dass das nur eine Abkürzung ist. Moment, da steht die Babsi. Ist das der richtige Weg? Wenn das der... Oh, ich komme nicht mehr zurück. Echt jetzt? Wir werden sowieso nochmal failen. Hey. Hey, Babsi. Menno, das Wetter hier oben ist sowas von krass. Der Wind pustet mir echt die Pfeifen durch. Aber so ein bisschen Mistwetter streckt mich nicht. Schon gar nicht jetzt, wo wir das im Biest schon fast riechen können. Stimmt es wirklich so, ja? Wie es wohl aussieht... Nach dem, was die Krähen sagen, ist es ja wohl voll das Monster. Ach, das wird was Süßes Kleines sein, ha? So richtig haarig und wild. Ich kann es kaum erwarten, zuzugucken, wie du es fertig machst. Ja, da ist jemand echt von mir überzeugt. Kann das? Hey, wir können darüber. Können wir nicht? Lame. Sauerei.
Ich weiß nicht, irgendwie... Kommt ihr vielleicht mal näher her? Oh, die kommen mit Absicht nicht näher her, damit ich ja nicht rüberkomme, oder wie? Ey, das ist doch... Panne! was machst du da oben? Ja... Ja, das ist der einzige Weg, darüber zu kommen. Nice. Ach, und die triggern die Scheiße da nicht? Ja, gut. Oh, fuck. Haben wir auch, ja. Leichen verschwinden nicht, deswegen. Da war ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich den Enterhaken überhaupt aktiv habe. Oh, der muss weg, ja. Oh nein, da kommen noch mehr. Ah, man kann nicht einfach durchrollen. Man kann nicht einfach durchrollen. Oh. Ast rein. Moment, die Abkürzung gehen wir jetzt mal nicht. Die Abkürzung gehen wir nicht, denn ich möchte den Weg ausprobieren, den wir noch nicht genommen haben. Zack! Und ich werde gesprengt, die bösen Monster. Oh, voll daneben. Oh. Ich bleib meinem Motto treu, meinem neuen. Das ist jetzt egal, da können wir jetzt einfach umgehackt werden. Kein Ding. Aber wir gucken uns in dieser Folge zumindest noch den einen Weg an, den wir vorhin nicht gegangen sind. Und zwar den nach oben. Was gibt's hier? Oh. Wieder so eine Tür. Was kann man denn mit den Türen machen? Kann man die aufentern? Nee. Warum ist da ein Loch in der Mauer? Moment, ist da ein versteckter Mechanismus drin? Nee, ist wahrscheinlich nur Zufall. Die Türen sind mir suspekt. Vielleicht gehen die auf, wenn die Todestür auf ist, aber okay. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann und ciao.